Herzlich willkommen zum BAU Renntag Mannheim-Seckenheim 2017. Wir werden heute einmal hinter die Kulissen schauen und Kerstin Elsässer, eine Auszubildende von Marco Klein, der hier mit seinem Rennstall an der Bahn ansässig ist, bei ihrem Ritt begleiten. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Zuschauen. Wir sehen hier jetzt halt unsere Reiterin Kerstin Elsässer, die wir begleiten heute. Und wir sind gerade bei der Waage. Sie wurde gerade ausgewogen und wird uns ein paar Takte dazu erzählen. Genau, wir sind hier vor dem Waagegebäude und die Reiter müssen sich hier rechtzeitig eintreffen vor ihrem Rennen, damit sie sich auswiegen können. Der Reiter muss dann schon fertig angezogen sein mit seinen Hosen, Stiefeln, Weste und Dress. Und dann nimmt er seinen Sattel mit den Gurten und stellt sich dann auf die Waage. Dort das sind mehrere Gurte? Ja, der Sattel hat zwei Gurte, einen Hauptgurt und einen Übergurt, damit der Sattel auch nicht rutscht. Der Abwieger macht dann Haken, sofern das Gewicht stimmt. Je nachdem, wenn noch was fehlt, wie bei mir, dann bekommt das Pferd noch eine Bleidecke mit drauf, damit das Gewicht dann ausgeglichen wird und stimmt. Können wir die Bleidecke mal sehen? Ja, die Bleidecke. Was ist das hier? Das ist noch eine Unterlage, die unter den Sattel kommt? Das ist eine Unterlage, damit der Sattel nicht rutscht. Ah, okay. Und das hier ist die Bleidecke, die kann man auch noch befüllen. Da sind so Taschen drin. Okay. Je weniger Blei, desto besser. Warum ist es besser? Weil das Bleigewicht, das liegt ja direkt auf dem Pferderücken auf. Und das ist für das Pferd einfach schwieriger zu tragen, wie das Reitergewicht, das im Sattel steht. Ach so, okay. Das heißt, es ist quasi angenehmer fürs Pferd, wenn der Reiter das entsprechende Gewicht hat, wie wenn man das dann noch ausgleichen muss zusätzlich. Genau, es ist perfekt, wenn das Gewicht perfekt stimmt. Okay. Was für eine Nummer habt ihr jetzt hier in dem Fall? Startnummer 1. Hat das was auch damit zu tun, wo das Pferd dann in der Startbox dann steht? Nee, die Startbox. Box wird ausgelost. Wir haben auch die Startbox Nummer 1, glücklicherweise. Echt, das ist ja ein lustiger Zufall. Okay, ja cool. Ja, dann werden wir dich begleiten und gehen dann jetzt über zur Sattelübergabe. Ja. Du hast deinen dritten Ritt jetzt halt hinter dich gebracht. Was kannst du denn dazu sagen oder dazu berichten? Ja, es war natürlich wieder ein tolles Gefühl mit dem Ignaz.
Und der hat eine treue Leistung gezeigt heute wieder. Den wievielten Platz habt ihr jetzt belegt? Den vierten. Das ist ja aber auch schon mal super für das dritte Mal Rennen, oder? Ja, klar hat man sich mehr erhofft und man gewinnt natürlich auch gerne, aber ja, man muss da immer alles berücksichtigen. Heute auch mit der Hitze und so kann man vielleicht nicht immer 100% von dem Pferd erwarten. Klar. Aber alles in allem war es ganz gut. Bist du zufrieden mit dir, ja? Ja? Und eurer Leistung? Ja, ich bin schon zufrieden. Okay, sehr schön. Und wir sehen hier nebenan auch den Trainer, Marco Klein. Kann er vielleicht auch noch was zu dem Ritt sagen? Ja, also Kerstin hat wieder das Beste auf dem Pferd gemacht. Er war heute ein bisschen aufgrund der Hitze phlegmatischer gewesen, ist deswegen gleich nach vorne gekommen, ist normalerweise ein Frontrenner. War alles in Ordnung, hat sie alles richtig gemacht, schön ausgeritten bis zum Schluss, kann man nichts sagen. Gut, dann würde ich sagen, bedanke ich mich recht herzlich bei euch, dass wir euch den Tag begleiten durften. Und wir wünschen euch noch viel Erfolg für die weitere Saison. Danke. Alles Gute. Ein weiterer Renntag ist zu Ende gegangen und wir haben heute 8 spannende Rennen miterleben dürfen. Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, dann schauen Sie doch einfach auf der Homepage vorbei. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.